Der Lawrence Pavelsik hat sich bereits in jungen Jahren einen Namen in der Basler Kulturszene gemacht. Angefangen als Moderator und Redaktor für die Jugendsendung MASH TV auf Tele Basel, später auch als Produktionsleiter im Format «Was läuft?», als Radiomoderator beim Radio X und dann ist er auch in die Eventbranche gekommen, eben auch zum Beispiel als Kulturleiter im Volkshaus sowie Initiant und Inhaber von einigen Basler Basen-Restaurants. Unter anderem ist er auch Geschäftsführer vom Atlantis Basel. Lawrence, ich kann überhaupt nicht aufhören zu erzählen, was du alles schon gemacht hast und machst. Heute können wir über einiges ein bisschen blödeln. Herzlich willkommen im Regiotalk. Danke, dass ich da bin. Schön, bist du bei mir. Wie geht es dir zurzeit? Und du hast ja gerade auch beruflich ein bisschen Umstellungsphase. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Es geht mir sehr gut. Ich habe viel weniger Augenring. Augenring, ja, wirklich. Bist entspannter? Ja, viel entspannter, nicht mehr so viel im Kopf, wie die letzten 5 Jahre, als ich Atlantis und Spa der Wann durfte Kulturschiene fahren. Genau, also Spa der beinhaltet sowohl Spa der Wann, Atlantis und auch das Restaurant Park in der Langen Erle, gell? Genau, Spa der Wann ist im Kleinbasel, bei der Kaserne. Und Atlantis, muss mir nicht viel dazu sagen, wird das Jahr 75 Jahre alt. Wow. Und du bist dort Kulturleiter gewesen. Und dort trittst du jetzt ein bisschen zurück von dem. Genau, dem richtig. Ganzen. Ich bin 5 Jahre dort gewesen. Und jetzt gibt es einen Wandel. Und das ist auch gut so. Und ziehe mich jetzt zurück. Ja. Und darum habe ich auch viele Überstunden und Ferien und genieße es gerade ein bisschen. Und die kannst du jetzt ein bisschen nutzen. Richtig. Ich habe gesehen, du hast schon mal angefangen auch mit einer Ausbildung im Hotel Le Trois Rois in Basel als Front Office und Night Auditor. Wie ist es von dort aus weitergegangen oder was hat dir das, du hast ja dann nicht auf diesem Gebiet dann geschafft, sondern bist dann weitergezogen. Was hat dir das gebracht, die weiteren Wege oder wie ist es von dort aus weitergegangen? Ja, im Le Trois Rois, dort habe ich arbeiten gelernt. Ja. Dort habe ich wirklich arbeiten gelernt, was es heisst, pünktlich zu sein und korrekt Arbeit arbeiten. Sehr spannende Zeit gewesen. Ja. Die 2 Jahre, das war noch vor dem Umbau, haben noch alle Gänge knatscht. Also es war noch anders gewesen wie heute. Ja. Und zur gleichen Zeit habe ich auch was läuft, im MASH geschafft und dort das Jugendmagazin hat dürfen mitgestalten. Mit 17 Jahren, gell? Bist genau, du richtig, bis 17 gesehen, ja, sehr jung gesehen. Ja. Hast du sehr viel TV-Erfahrung auch gemacht? Ja, das ist nur gegangen, ich habe mich beworben, noch schriftlich damals, und weil ich geschrieben habe, dass ich eine Videokamera habe und gerne Film, das war der einzige Grund, wieso sie mich genommen haben. Mhm. Ja, danke Olli. Ja, aber das ist dann später an den Nagel gehängt, das TV-Moderier-Business. Mit 18 habe ich angefangen Partys zu machen und die Partys sind immer grösser geworden. Am Schluss haben wir Partys gemacht im Jockeli, im St. Jakobshalle mit 3.500 Leuten, in der Messehalle und so weiter. Und das hat sich halt damals immer noch etabliert und ist auch lukrativ und spannend. Und dann nach 9 Jahren Tele Basel habe ich dann aufgehört. Ja. Aber zur gleichen Zeit habe ich eben auch das aufgezogen. Genau, und so bist du dann auch in die Kultur- und Eventbranche gekommen. Was würdest du sagen, ist nachträglich gesehen irgendwie ein besonders wichtiger Schritt gewesen für dich und in deiner Karriere? Also was würdest du nicht missen, was du das gemacht hast? Also der grösste Boost war natürlich Tele Basel. Dort konnte ich ein Netzwerk aufbauen. Dort haben wir ein Jugendmagazin und das Eventmagazin, was läuft. Dort haben wir während 6 Tagen 4 Beiträge gemacht pro Tag bis ins oberste Baselbiet. Hinterduckige und so weiter. Und dort hast du halt wirklich die Region kennengelernt und alle Veranstalter und dort konnte ich das Netzwerk aufbauen. Ja. Und jetzt aktuell hast du auch viele Eisen im Feuer, Restaurant Yam Yam und Bibliothek Bar und jetzt auch Pizzeria O am Bar 4, oder? Das ist ganz neu. Genau. Postmodern Pizza O am Bar 4. Was macht das speziell? Was ist besonders an diesem Laden? Wir sind sehr auf Nachhaltigkeit getrimmt. Mhm. Also sei es die Arbeitskleider von den Mitarbeitern, vom Team, Zutaten von den Pizzen. Schauen wir, dass sie bio sind, von Kleinbauern aus Italien, dass sie frisch sind. Parmaschinken wird immer frisch geschnitten, Salami auch. Und Reinigungsmittel sind auch ohne Mikroplastik. Und auf das legen wir Wert. Ja. Und habe gesehen, da gibt es auch jeden Samstag oben kommt ein DJ. Richtig, das habe ich halt nicht können, ganz weglassen. Genau, deiner History als Partyveranstalter. Ja, also wir haben verschiedene Events im OJA, unter anderem Samstag immer DJ-Gardesitritt.
Jetzt haben wir schon ein bisschen gehört, was du alles machst. Hast du irgendwie unerschöpfliche Quellen an Energie oder stresst dich das alles nicht, dass du immer so viele Sachen parallel am Laufen hast? Also wächst dir das nie über den Kopf alles? Ja, das fragen meine Freunde oft. ich denke, es ist eine Kopfsache und auch, ob du es willst. Ja. Mhm. Aber es ist schon manchmal sehr viel und ich stecke auch viel ein, oder meine Freunde und Familie stecken auch viel ein. Okay, ja. Was würdest du sagen, ist wichtig, wenn man es so in der Kultur- und Eventbranche so weit will bringen wie du? Was braucht es da? Eben viel einfach Durchhaltewillen, viel zündende Ideen oder gutes Networking? Was würdest du sagen, ist so das Wichtigste? Am Ball bleiben, das ist sicher sehr wichtig, ja. Und nie nachlassen, nie aufgeben. Mhm. Wie bist du als Kind? So gesehen? Bist du schon früher noch so kommunikativ gewesen? Hat sich das ein bisschen abzeichnet? Oder was hast du wollen werden? Ganz früher wollte ich Pilot werden. Ja. Okay. Und Diplomat, genau. Das Diplomatische ist, glaube ich, mir noch geblieben. Ja. Heute noch. Aber ja, bin ich als Kind gesehen. Nervig. Nervig, gut. Ja. Das ist vielleicht auch eine gute Eigenschaft, ja. Man muss dranbleiben. Dann habe ich gesehen, du hast eine Werbeagentur, Glühbirne Solutions. Ja, das ist eigentlich eine kleine Geschichte. Da mache ich Werbung für Plakate, für ein paar Firmen. Also es sind 3 Firmen. Mhm. Und ja, mache für sie die Werbung, organisiere für sie die Werbung. Ja. Das ist mehr im deutschen Raum und im Basler Raum. Und dann habe ich noch mehr gesehen über dich, nämlich wernosloft.ch. Was hast du dort damit zu tun? Das haben wir mit den Balz-Jungs aufgezogen. Genau, das ist jetzt 5 Jahre her, oder 5 oder 6 Jahre her. Genau. Das ist die Loft bei den Balz, ganz oben. Wo man kann mieten kann. Mieten, genau. Aber ja. Die wird jetzt saniert oder renoviert ein paar Jahre. Also ist dort, das ist noch unklar, wie das weitergeht. Ah, okay. Also wird das nochmal richtig umgebaut. Genau, richtig. Und dort hat es Geschichte dahinter, wieso es Werners Loft heisst. Weil der Werner Panton, der berühmte Vitra-Designer, der Stuhl, Panton-Stuhl designt hat, hat dort gewohnt, kurz bevor er gestorben ist. Und aus diesem Grund haben wir mit Vitra zusammen die Loft umbauen zu einer Vitra-Loft. Ja. Und dann, was wäre es nicht noch nicht genug, du bist noch Dozent an der Handelsschule KV Basel. Machst du das auch aktuell noch? Das machst du jetzt seit 4 Jahren, habe ich gelesen. Was sollst du dort den Schülern weitergeben von deinem Wissen? muss ich mal lachen, weil es ist ja Erwachsenenbildung und ich habe immer wieder Leute oder Schüler, die ich auch kenne. Genau. Und dann ist es ja, eine komische Situation. Eine lustige Situation. Ja, genau. Ja. Ich mache das unregelmäßig. Mhm. Jetzt während Covid sowieso. Ja, es sind spannende. Halt aus meiner Erfahrung erzählen. Doch mehr Communication, Marketing oder was vermittelst du? Es ist mehr Eventmanagement. Ja. Eventmanagement, genau. Ja. So wie man Event aufbaut, auf was man schauen muss. Mit Diplomarbeit hast du ein Budget von 100'000 und was muss man alles beachten? Was kostet das Catering, was die Künstler, was die Werbung, Sicherheit, F&B, ja, alles halt. Ja. Und jetzt, was hast du für Ziel und Plan für das Jahr 2022? Zuerst mal ein bisschen ruhiger oder hast du schon wieder viele neue Ideen? Mykonos und Bali. Mykonos und Bali, gut. Und wo trifft man dich zu Basel noch an? Eben wahrscheinlich sicher in der Pizzeria O zurzeit noch. Ja, 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 jetzt bin ich mehr im O. Das muss man zum Laufen bringen, oder das will ich zum Laufen bringen, oder das werden wir zum Laufen bringen. Und das ist noch in den Startlöchern und da brauchen wir noch ein bisschen Schub. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg und schöne Ferien. Schön, dass du da warst. Herzlichen Dank, lieber Lawrence. Danke vielmals.